Die Planungsarbeiten für den Generationenplatz Olbendorf sind abgeschlossen. Die Einreichung zur Baufreigabe liegt bei der zuständigen Behörde und soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. In den Herbst- und Wintermonaten wird der Bau des Generationenplatzes stattfinden. Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Wolfgang Solo, der Architektin des Ingenieursbüros für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur, IB Lebensraum, Magistra Petra Brandweiner-Schraut, sowie der Amtsleiter in der Gemeinde Olbendorf, Magister Elke Lang, erklärten vor Ort den Plan des Generationenplatzes. Meine geschätzten Damen und Herren, ich darf euch recht herzlich zur heutigen Pressespaziergang zu unserem Projekt Generationenplatz recht herzlich begrüßen. Wir sind hier im Feuerwehrhaus der Gemeinde Olbendorf, durften ja im heurigen Jahr auch hier den Zu- und Ausbau fertigstellen, doch auch ganz wichtig für unsere Gemeinde mit einem Volumen mit 550.000 Euro, das uns letztendlich gelungen ist und um jetzt eigentlich das Projekt Generationenplatz vorzustellen, dürfen wir die Frau Magister Amtsleiterin Lang von der Gemeinde Olbendorf und die Frau Architektin Brandweiner-Schraut auch vorstellen, die das Projekt ja eigentlich mehr oder weniger von der Pike weg begleiten. Ein Projekt, das über LIDA Südburgenland gefördert wird. Entstanden ist eigentlich dieses Projekt in meinem Kopf, Generation, wo ich als Kind sehr viel meiner Zeit bei meiner Großmutter verbringen durfte, das mich letztendlich sehr geprägt hat und habe dann miterlebt in den 70er Jahren, wo an und für sich die Gesellschaft, die Großfamilien eigentlich sich verändert haben. Das heißt, die nächste Generation sind dann mehr nicht zwei, drei Generationen und kinderreiche Familien in einem Haus gewesen. Und letztendlich war es eigentlich mehr oder weniger in den 70er Jahren, wo man eigentlich mehr oder weniger darüber nachgedacht hat oder eigentlich verwehrt hat, dass Kinder, Kleinkinder, Jugendliche und die ältere Generation, die Großeltern eigentlich zusammengehen. Und letztendlich doch auch durch die Situation Covid wissen wir, dass die Gesellschaft gerade im Bereich der Kommunikation sich verändert hat, ist es in meinem Kopf eigentlich mehr oder weniger entstanden, wie bringe ich jetzt wieder Generationen zusammen. Und letztendlich hat sich genau da im Zentrum unserer Gemeinde Olbendorf für mich ein Platz angeboten, wo wir das machen können. Hier beginnend beim Feuerwehrhaus, letztendlich auch mit Jugendfeuerwehr Mädchen und Burschen, wo wir jetzt einen Nachwuchs haben von 13 Kindern. Letztendlich dann der Sportplatz mit ihren Anlagen, wo wir vor 3 Jahren eigentlich auch den Kabinenbau neu gemacht haben, auch mit einem Volumen von über 500.000 Euro. Hat der Sportverein macht dort eine hervorragende Nachwuchs- und Jugendarbeit. Es sind dort über 110 Kinder im Sportverein verankert. Für mich ist das immer so wichtig, aus der Erfahrung heraus, wenn ich Kinder, Jugendliche mit ihnen kommuniziere, wenn ich sie treffe, dann behaupte ich, ob das Institutionen, ob das Vereine sind, Feuerwehr, wenn junge Menschen in einen Verein der Feuerwehr aufwachsen dürfen, dann ist das eine Schule fürs Leben. Ganz, ganz wichtig. Und letztendlich dort die Generationen auch hier in Olbendorf zusammenzubringen, wurde das Projekt Generationenplatz geschaffen. Was will man eigentlich, und darüber hinaus haben wir gesagt, Feuerwehrhaus, Sportverein, letztendlich kommt in Olbendorf eine Erweiterung des Pflegekompetenzzentrums von 29 auf 65 Betten. Und genau im Zentrum liegt eigentlich mehr oder weniger jener Platz, der jetzt zu einem Generationenplatz führen soll.
letztendlich vom Kleinkind, das heißt an und für sich vom Kinderspielplatz bis Geräte, Tourengeräte, Motorikgeräte, die vom Kleinkind über den Jugendlichen letztendlich bis zur älteren Generation eigentlich hier bedient werden kann. Gleichzeitig aber ein Platz, Raum geschaffen wird für Kommunikation, wo Kleinkinder mit der älteren Generation, Familien wiederum zusammenkommen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und ich darf mich dort bei allen, die dazu beigetragen haben, letztendlich ist es die Gemeinde, letztendlich aber dort Südburgenland Plus, die das Projekt auch einstimmig unterstützen. Über die Kosten und Zahlen wird dann die Frau Magister Lang darüber berichten. Aber letztendlich auch die Frau Magister Brandwein-Schrott, die uns eigentlich vom ersten Tag mitbegleitet hat. Das heißt, das Projekt ist Voraussetzung, oder die Voraussetzung, dieses Projekt letztendlich einzureichen und dann umzusetzen, bedarf es hier die Einbindung aller oder vieler Menschen, die unmittelbar davon betroffen sind. Es hat hier zwar große Veranstaltungen oder größere Veranstaltungen gegeben, wo letztendlich durch Stakeholder, Beteiligte ihre Ideen und Bedürfnisse mit eingebracht haben. Und letztendlich hat dann die Frau Magister Brandwein-Schrott das alles mehr oder weniger sehr komprimiert, für mich jetzt hervorragend eigentlich umgesetzt. Das heißt, von Fauna, Flora, Ruhebereich bis hin Fangchor Richtung Sportplatz, wo auch mehr oder weniger dort, du kannst schon mal heftiger hergehen wie beim Sport oder man kann auch feiern, aber letztendlich jeder für sich selber auf diesem Platz an und für sich seine Bedürfnisse, aber vor allem dieses Miteinander, dieses Kommunizieren miteinander, das was im Vordergrund steht, sein soll. Ja, letztendlich darf ich bitten, Elke, dass du vielleicht die Kostenschätzungen, es sind derzeit ja eigentlich nur beruht das Projekt auf Kostenschätzungen. Letztendlich stehen wir jetzt vor der Ausschreibung, dieses Projekt dann auch umzusetzen. Und wenn alles funktioniert, sollte dann spätestens im nächsten Sommer die Eröffnung stattfinden. Danke. Ja, wir haben dieses LEADER-Projekt, das ist ein Projekt, das von Mitteln des Bundes, des Landes und der EU unterstützt wird, über Südburgenland Plus eingereicht mit einer Kostenschätzung von knapp 480.000 Euro. Die Fördersätze differieren und betragen zwischen 50% und 80% an Förderungen, die wir hoffentlich lukrieren können. Ja. Ja, dann würde ich bitten, dich, Frau Magister, im Prinzip dein Projekt, das du entworfen hast, nach den Richtlinien, nach den Wünschen, nach den Bedürfnissen kurz vorzustellen. Gerne. Ja, wir sehen da jetzt den Entwurf zum Generationenplatz. Und wie der Herr Bürgermeister schon gesagt hat, es wurden die Wünsche und Vorstellungen der Beteiligten und der Stakeholder in eine Gestaltung hineingegeben. Das heißt, wir haben hier einen Park, der mal beginnt mit einer Pergola, mit einer Rosenpergola. Man beginnt oder geht in den Park durch eine beschattete Pergola. Man kann sich da hinsetzen auf diesen neuen Orteplatz, geht dann weiter, hat Motorikstationen, das ist eben für die Bewegung, da kann jung und alt, vor allem aber eben haben wir da auch gedacht, dass vom Pflegekompetenzzentrum Leute ja spazieren gehen in dem Generationenplatz. Dann kann man weitergehen, kommt zum Bereich Naturteich, der sehr natürlich gehalten wird und ein Rückzugsraum ist für Tiere und Pflanzen und wir sehen da herüben, aber das Bepflanzungskonzept, das ist schon quasi die Teichbepflanzung mit heimischen Pflanzen, die Bäume und Sträucher, auch alles regionaltypische Pflanzen. Da wird sehr viel blühen
Und vor allem haben wir auch auf das Klima, also dass die Pflanzen klimafit sind, das heißt auch Trockenheit und längere Trockenperioden aushalten, ist Rücksicht genommen worden. Und das heißt, es wird sich da alles abspielen. Dann haben wir auch eine Kegelbahn, wir haben Balancier- und Sitzholzstämme und dann kommen wir zum Naturspielplatz bis zum Funcourt und zum öffentlichen WC. Und vielleicht durchziehen durch das ganze Konzept tut sich ein Design, ein Corporate Design. Das ist, alle Teile sind aus Naturholz, aus Lärchenholz, unbehandelt. Auch der Spielplatz ist ein Abenteuer-Naturspielplatz. Also das Ganze ist mit und für die Natur, für junge Menschen, für kleine Kinder, für Familien. Ältere Generation soll sich mit der Jungen dort treffen können. Man soll sich sehr da entspannen und zurückziehen können, aber auch spielen und Sport betreiben können. Und ja, da haben wir, glaube ich, ein gemeinsames Projekt entwickelt, wo sehr viel passieren wird in Zukunft. Ja, danke, Elke, Frau Magister Brandwein-Schrott.